Okay, super. Einfach geiler Scheiß. So kann man unsere heutige Sendung zumindest jetzt schon mal zusammenfassen, ne, für die Leute, die jetzt noch nicht mehr abwarten können, bis zum Ende zu scrollen. Willkommen zum unbefangenen, ehrlichen Podcast. Und No Hashtag heißt eben genau dieser. Eine grandiose Spezialfolge erwartet euch, denn wir haben wirklich zum allerersten Mal Gäste eingeladen und sind auch tatsächlich gekommen, das ist sogar das Schöne. Aber dazu kommen wir gleich. Nur noch schnell fürs Protokoll. Noch haben wir Donnerstag, den 23. Oktober 2014. Es ist die 34. Folge. 22.30 Uhr haben wir jetzt punktgenau. Wie immer dabei, an meiner Schokoladenseite klebt, aber irgendwie doch am anderen Ende der Welt, physisch der liebenswerte Jonas. Ja, hallo, mein Name ist Jonas Rau. Ich melde mich wie immer aus Mexiko. Wir hatten ein kleines bisschen technische Probleme am Anfang, weil wir das mit dem Mikro nicht so richtig hinbekommen haben. Das heißt, ihr hört tatsächlich jetzt meine Stimme in Daniels Mikro. Ich muss so ein bisschen brüllen aus Mexiko. Aber abgesehen davon funktioniert jetzt alles. Ich denke mal, das wird kein Problem. Und ich freue mich super auf die Gäste. Bevor wir die Gäste euch vorstellen, machen wir aber wie immer unsere Themenübersicht. Und heute erwarten euch folgende Themen bei No Hashtag. Ja, natürlich. Unsere ersten Gäste, die Digitalliebe besucht No Hashtag. Genau, dann sprachliche Barrieren bei diesem Apple neuen Zeug da. Die Toten gehen wieder. Hashtag TVD bei RTL 2. Und stell dir vor, es ist Fußball und keiner sieht es. Hashtag SkyGo. Da haben wir es endlich geschafft. Also wenn die Leute wissen würden, was hier, ja, vor, also knapp eine Stunde ging hier echt die ultimative Party ab. Auf internationaler Ebene, muss man sogar sagen. Aber ich würde sagen, da kommen wir auch gleich zu, ne? Genau, wir sind international ganz breit aufgestellt. Eigentlich können wir doch jetzt endlich unsere Gäste vorstellen, weil darauf warten die Zuhörer ja schon sehr gespannt. Hallo, wer seid ihr und was macht ihr eigentlich hier? Und seid ihr noch da? Hallo! Jetzt hast du mir meinen ikonischen Hallo-Schrei reingequatscht. Wir sind, wie ihr schon richtig gesagt habt, die Digitalliebe in Form von mir, dem Daniel. Und mir, dem Sascha. Und wir sind richtig hart, weil wir trauen uns nicht an so lausige Pflaster wie Mexiko, wo ja nichts passieren kann. Wir sind hier richtig im Herzen des Ghettos in Pforzheim, nehmen wir live auf. Also falls ihr irgendwie während dem Podcast Schüsse hört oder so, keine Sorge. Wahrscheinlich sind wir von uns abgefeuert worden. Uns passiert nichts. Was machen wir, genau? Vielleicht hacke ich doch noch mal ein bisschen ein. Es hat ja irgendwie einen Grund, dass wir zusammen jetzt einen Podcast machen. Aber vielleicht könnt ihr ja mal sagen, warum ihr überhaupt auf uns aufmerksam geworden seid und wie halt auch so eure Idee zustande gekommen ist, also was ihr halt macht, ne? Also eure Idee und ja, wie wir jetzt, also warum wir jetzt überhaupt zusammengekommen sind. Genau. Also erste journalistische Grundregel, immer einfache Fragen stellen, ne? Nicht irgendwie verschachteln. Ich habe die so, alle, ne? Einfach verschachtelt. Ja, aber das ist dann wahrscheinlich mein Part. Denn ich war wahrscheinlich einer eurer allerersten Hörer und bist es heute noch. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie ich auf euch aufmerksam geworden bin, wenn ich so drüber nachdenke. Aber scheinbar seid ihr mir irgendwo bei iTunes entgegengeflogen und dann dachte ich, ja, höre ich mal rein und war absolut geflasht von eurem Konzept. das finde ich auch heute noch total toll und es war einfach auch so eine spannende Zeit damals, also mit den ganzen Snowden-Leaks, die da aufgekommen sind. Und ihr habt ja echt so das Thema nochmal aus einer ganz anderen Sichtweise begutachtet und dann nochmal einfach euren Senf dazu gegeben. Und das war immer ganz angenehm zu hören, gerade so im Vergleich zu den Standardmedien, die so Einheitsbrei gelabert haben. Und deshalb bin ich bis heute noch treuer Hörer und freue mich dann jetzt besonders, mich in der nächsten Folge quasi bei euch zu hören. Ich kann mich dann auch daran erinnern, dass du auf Basis eines Blogbeitrags von uns, also auch auf unserem Blog, also selber was verfasst hast und dann auf unseren Blog verlinkt hattest. Ich weiß gar nicht mehr, welches Thema das jetzt genau war. Es war aber doch recht früh. Das war irgendwas mit Veggie-Tag von den Grünen. Die hatten einen Veggie-Tag in ihrem Dings, Wahlprogramm. Ja, das kann sein. So. Ja, und da hattest du angefangen, einen Blog aufzubauen, nämlich. Und dann irgendwie ist daraus nichts geworden.
Das habe ich verfolgt. Den Blog gibt es noch, aber der wird nicht gefüllt. Okay. Und was macht ihr jetzt, nachdem wir euch quasi inspiriert haben? Was heißt ihr inspiriert? Wir wurden, ja. Die Ziehväter, wir sind die Ziehväter. Ja, also, ihr seid sozusagen unsere Musen gewesen. Durch das Hören eures Podcasts, der Sascha hat mich auch übrigens gezwungen, das auch zu tun. Ich sollte mal unbedingt reinhören und fand auch die Idee wirklich grandios. Und dann hatten wir halt generell schon längere Zeit, weil wir auch andere Podcasts gehört haben und das auch sehr gerne gemacht haben, das dringende Verlangen, einfach auch mal selber einen Podcast aufzunehmen. Und dann haben wir eben im Rahmen einer studentischen Initiative, der wir beide angehören, der Werbeliebe, gedacht, ja, das ist doch mal ein geiles Kommunikationsmittel, das wir bisher noch nicht bedienen. Wobei es auch solche Flyer gab, auf denen stand, dass von der Werbeliebe, also ein Zitat, Podcasts sind unser täglich Brot. Nach ein bisschen Recherche kam dann raus, dass genau ein Podcast aufgenommen wurde und das war nicht mal ein richtiger Podcast, das war einfach ein YouTube-Video. Und das war dann unser täglich Brot und wir haben dann gedacht, nee, wir machen das gescheit. Wir polieren das mal ein bisschen auf hier und haben dann einfach mal angefangen, über Themen zu quatschen, die uns gerade interessiert haben und hatten viel Spaß dabei. Und jetzt ist es zum Peak sozusagen gekommen, zu einer Kooperation mit euch beiden. Genau. Und darüber haben wir uns, also wir haben das ja schon ziemlich lange versucht, wir wollten euch auch mal besuchen kommen und dann ist Jonas wie immer weg und dann sind dann andere Ihr wohnt aber auch Sachen in Pforzheim, man muss fairerweise dazu sagen, ihr wohnt in Pforzheim. Also ich meine... Ich wüsste noch nicht mal, wo ich da hin müsste. Ja? Ganz geschweige davon, dass ich da natürlich nicht hin will. Ja, ist auch zu gefährlich außerdem. Ja, eben. Es ist einfach nicht vergleichbar mit Mexiko, weißt du, hier. Aber ich find's angenehm, dass Jonas wenigstens nach Mexiko geht, um zu trainieren, um dann doch irgendwann mal zu uns zu kommen. Das ist schon Trainingscamp. Ja, das wird hier auch angeboten. Das ist so Survival Pforzheim. Das ist so ein ganz beliebtes Touri-Gebiet. Aber wir leben leider nicht so viel, habe ich gehört. Nee. Aber bei dem ganzen Lob, den wir jetzt über euren Podcast erschüttet haben, möchte ich noch ein bisschen Kritik üben. Eigentlich seid ihr scheiße. Was kommt jetzt? Ja, und zwar, glaube ich, habt ihr einfach meine Themen, die ich euch vorstellen wollte, ganz am Anfang ausgelassen. Ich habe mich nämlich auch zu Hashtags vorbereitet. Und zwar nämlich der Hashtag EMAMateria. Weiß nicht, ob das vielleicht in der internen Kommunikation lag, dass es dann nicht so ganz geklappt hat. Achso, nee, die Themenübersicht sind immer nur vier Themen. Achso, okay. Dann nehme halt ich so. Meine Kritik zurück und asche über mein Haupt. Mit Abstand. Weil sonst zieht sich das immer so in die Länge und ach, das ist, weißt du, das will auch keinen Arsch hören. Ja, ich schon, leid. Doch. Ja, aber schön, also, wer nach dem, jetzt überleg dir doch mal schnell spontan eine geile Überschrift für dein Thema und hau die rein. Jetzt sofort? Ja, jetzt sofort. Jetzt, du hast es aufgebracht und jetzt musst du auch drunter leiden. Das ist so unsere Grundregel hier bei No Hashtag. I am a e-material girl und deshalb habe ich mich auch mit Materias Hashtag EMA Materia oder wie auch immer man das jetzt aussprechen soll, auseinandergesetzt. Und zum anderen war mein Hashtag MITM14. Was für einen ganz tollen Event steht, den ich euch jetzt aber nicht weiter erläutern werde, weil wir wollen hier noch einen Spannungsbogen aufbauen und fangen erstmal jetzt mit den Hashtags an, die wir eigentlich schon geplant haben, würde ich sagen. Sagst du nochmal eben deinen Namen für alle, die nur unsere beiden Stimmen gewohnt sind? Ich bin immer noch Daniel. Du bist der Daniel. Und Sascha, sagst du auch nochmal eben deinen Namen, damit unsere Hörer auch irgendwie wissen, wer eigentlich gerade spricht? Sascha. Das hilft, ja, das hilft. Okay, ja, bitte. Okay, und wer von euch macht jetzt das erste Thema von unserem Podcast? Das bin ich. Und zwar, wie ihr schon schön angekündigt habt, gibt es da so ein paar Sprachprobleme, wie man das überhaupt aussprechen soll. Und wir hatten gerätselt und sind von Yosemite auf Yosemite bis hin zu Yosemite gekommen, was wohl letztendlich auch die korrekte Aussprache sein soll. Also ich bin ja immer noch für Yosemite. Yosemite, das ist auch gut, ja. Das passt auch eher oder Spanisch. Yosemite. Oh, das klingt sehr französisch. Ja, wieso nicht? Jeder kann es nennen, wie er möchte. Es geht letztendlich um
nicht um den Nationalpark in Amerika, wie man es vielleicht vermuten könnte, sondern um das neueste Betriebssystem von Apple, das vor einer Woche, ja ziemlich genau einer Woche vorgestellt wurde. Und ja, nachdem sie ja jahrelang Tiernamen sich selbst gegeben haben, heißt es jetzt, oder heißen die letzten... Die unanständigen Leute von Apple. Nee. Ja, aber jetzt geben sie sich eben Namen von Orten in Kalifornien. Die man schlecht aussprechen kann. Ja, zumindest wir Europäer haben da scheinbar unsere Probleme damit. Aber das ist in Ordnung. Aber vielleicht eine Frage. Aber davor war doch Maverick, oder? Was ist das? Genau, eigentlich? Mavericks. Das ist wohl irgendeine Bucht, bei der es unglaublich gute Wellen zum Surfen gibt. Ja, das ist alles spannend. Und was kann Yosemite? Was macht das jetzt besonders? Was macht das so geil? Warum sprechen die Leute darüber? Ja, in erster Linie würde ich sagen, spricht man über das neue Design. Aber das Problem ist, also weil es so ein komplett neues Interface hat, wie eben auch dieser Umschwung von iOS 6 zu iOS 7 war und alles flacher geworden ist, was man eben dann von Windows 8 oder so kennt. Aber das Problem, das die Menschen zuerst hatten, wie zum Beispiel auch Princess Rosemary, Rosemary, dass das Update unendlich lang dauert. How long does this OS Yosemite Update take? Und dann hat Princess B, @ndunit, geantwortet, 3 hours, sick. Ja, und das war scheinbar schon das erste Problem, aber die es dann letztendlich installieren konnten, sind immer noch so ein bisschen geteilter Meinung, ob sie das jetzt nun gut finden sollen. Zum Beispiel sagt Back at Soulwise, OS X Yosemite is making my computer so slow. Mhm. Aber andere sind eben auch begeistert, wie Neo Enterprise, @NeoEnterprise. Das ist, mein Französisch. iOS 8.1 et Mac OS 10 Yosemite, les meilleurs amis d'Apple. um das nochmal auf Deutsch super, zu sagen. Okay. Also der weiß gar nicht, was er sagt, oder verstehe ich dir das nur nicht richtig? Kannst du das übersetzen? Ja, doch. Wahrscheinlich lag es einfach nur an meiner Aussprache, dass du es nicht verstanden hast. Es geht einfach darum, oder sie sprechen von den besten Freunden bei Apple, eben iOS 8 und Mac OS X Yosemite, weil mit diesem Update die Verbindung von mobiler und Desktop-Hardware deutlich verbessert wurde, sodass man eben Spielereien hat, wie man kann jetzt von seinem Mac aus telefonieren. Was geil, die haben doch da noch ein Gerät. Die haben doch da sowas erfunden, so Programm, wo man das hieß, telefonieren das kann. Ja, genau. Und das muss man eben jetzt nicht mehr in die Hand nehmen. Das kann einfach nur direkt daneben liegen bleiben. Und man kann dann über den Mac telefonieren. Ist das nicht toll? Ihr seid ja ausgewiesene Apple-Jünger, muss man ja so sagen. Ja. Und würdet ihr sagen, das war jetzt ein Erfolg, das neue Yosemite? Oder was ist so die geilste Funktion außer dem Telefonieren, die du erkannt hast bisher? Also ich glaube, das Augenscheinlichste, was einem sofort in die Augen springt, ist, dass die das ganze Betriebssystem optisch aufpoliert haben. Das kommt jetzt immer mehr der Optik näher, die man schon vom iPhone, also von iOS kennt. Und das Ganze ist halt einfach unglaublich aufgeräumt und sieht, wie Apple selber sagt, dieser Air Force One hat ja selber tausendmal beautiful gesagt, als er das Betriebssystem vorgestellt hat. Und ich glaube, das ist so das Key Feature oder das Erste, was man einem auffällt und was halt auch mal Zeit wurde, weil das davor mit Maverick, das sah zwar immer noch ganz gut aus, aber war schon ein bisschen in die Jahre gekommen und jetzt ist es einfach up to date und Apple so als Designführer mussten ja einfach mal auch ein schönes Betriebssystem hinlegen. Ja, das stimmt. Und, aber mir kommt ehrlich gesagt, dass das iOS immer so ein kleines bisschen, also gerade so diese Übersicht mit den vielen Apps, das finde ich unglaublich unaufgeräumt. Also da mag ich zum Beispiel Android lieber, wo du einen Desktop hast oder eine Desktop-ähnliche Oberfläche, wo du deine Apps ablegen kannst. Genau, und deshalb hat Apple dieses unglaublich tolle Feature Spotlight integriert, dass man einfach nie wieder nach seiner App sucht, sondern
oder über Siri sie einfach startet, also lange auf den Knopf drückt, die App sagt und dann wird sie gestartet. Also, aber du hast schon Spotlight. Da ist ein Keyword gefallen, Spotlight. Da habe ich gehört, dass da ganz viele Sicherheitslücken aufgetaucht sind, die ja ganz, ganz schlimm sind. Also Spotlight vielleicht ist halt diese Suche, eigentlich ist es einfach nur eine Suche, wenn du so willst. Und ich glaube, irgendwie Apple kann da ziemlich einfach alles Mögliche ausspionieren. Ich weiß auch nicht warum, aber also irgendwie sind mir die nicht ganz geheuer, diese Apple-Jungs. Genau, das die. Ich weiß, was du meinst, und das ist natürlich. Wollen wir jetzt eigentlich mit dem Android-Bashing oder so anfangen oder sind wir schon dabei? Nein, ich werde da nur kurz noch zu dem Spotlight-Feature, nenne ich es jetzt mal, so ja von meiner Seite aus. Und zwar geht es einfach darum, dass Spotlight jetzt nicht mehr wie vorher nur lokale Dateien durchsuchen kann, sondern sich auch ja, letztendlich mit Bing, mit der Microsoft-Suchmaschine verbindet und dann logischerweise die Suchanfragen immer auch ins Netz schickt, und um zu schauen, was da läuft. Das Dumme ist natürlich, wenn man jetzt einfach nach seinen Freunden sucht oder irgendwas, was eigentlich im privaten Telefonbuch sein sollte, dann wird das natürlich auch immer rausgeschickt ins Netz, und das ist nicht ganz koscher, muss ich zugeben. Kann man relativ leicht deaktivieren, gibt es viele Anleitungen, aber ich verstehe, gerade von Apples Seite sollte es nicht von standardmäßig aktiviert sein, ganz klar. Ich verstehe das jetzt richtig, dass ich quasi mit meinem Handy sprechen muss, also ich stehe wie ein Idiot in der U-Bahn und dann spreche ich mit meinem Handy und dann verbindet sich mein Handy mit der maximal zweitbesten Suchmaschine der Welt, um Sachen rauszufinden, die ich gar nicht wissen möchte. Ist das so die Idee von dem ganzen Ding? Nein, Yosemite ist auf dem Mac und das verbindet sich tatsächlich mit der letztbesten Suchmaschine der Welt. Ich spreche mit meinem Computer. Ja, genau. Ah, okay. Beziehungsweise das, tippst du es dort ein. Aber Siri ist doch sprechen. Ist Siri nicht sprechen? Ja, aber wir sprechen von Spotlight. Ach, Herr Jonas, du hast ja wirklich gar keine Ahnung. Ne? Ja, du hast Spotlight vorgestellt, als man muss das mit Siri bedienen. Das war so mein Einstieg in das Thema. Ab dann habe ich nicht mehr richtig zugehört, weil es ums iPhone mobil. Ging. Wir sind nicht mobil, ne, unterwegs gerade. Kurz, vielleicht noch, dass ich da auch was dazu sage. Das mit Siri war der Konterpunkt gegen dein unaufgeräumtes Apple. Da sind überall nur Icons in iOS. Das, was du gemeint hast, dass man da keine Übersicht hat. Okay. Ansonsten schwärmt Sascha hier gerade von Yosemite. Von Bing. Und, ja. Und ich könnte auch den ganzen Abend so weitermachen, aber ich würde euch auch mal noch eine Chance geben, eure Hashtags vorzustellen, wenn ihr das möchtet. Aber wie gesagt. Aber vielleicht gibt es auch irgendwie so also ein abschließendes Fazit von Yosemite, würde ich gerne noch wissen. Dann würde ich natürlich mein ganz persönliches sagen. Und zwar bin ich absolut begeistert, nutze es jetzt seit fast einem halben Jahr. Es hakt hier und da noch ein bisschen und da. Das ist man noch nicht gewohnt, weil gerade 10.6 zum Beispiel, das war einfach ein Betriebssystem, das hat man installiert und es lief und das läuft heute noch, ohne dass es irgendwelche Probleme gab. Aber das ist hier bei Yosemite, Yosemite, noch nicht so ausgereift. Aber ich denke mal, das kommt dann eben mit den ersten Updates in ein, zwei Monaten und dann kann ich es auf jeden Fall jedem weiterempfehlen. Also dafür, dass du schon ein halbes Jahr nutzt, bist du sehr geduldig. Auf jeden Fall. Ja, doch, ich bin Aber Android, das ist geil, ey, das ist voll geil. Ich war schon ein halbes Jahr und das ist gut funktioniert, aber da ist jemand auf Konfrontationskurs, eindeutig. Ich denke, darüber sollten wir eine komplette Podcast-Folge machen. Das könnte ja unser Thema werden. Seid ihr denn beide Android-Jünger oder wie? Ja, wir sind eigentlich älter. Eigentlich sind wir älter. Ja. Also wir sind beide Android älter. Nokia. Und wir sind auch beide eher Microsoft-Leute, würde ich sagen. Also würde ich jetzt so für mich jedenfalls sagen, aber ich glaube, bei Daniel ist es ähnlich. Moment, seid ihr noch da? Wir hören euch gerade nicht mehr. Wir haben uns nie so richtig mit Apple anfreunden können. Das Design ist schick, aber was dann darüber hinausging, das war uns nie so ganz geheuer. Also
Uns ist halt immer wichtig, auch produktiv zu sein. Also, ja, dann machen wir einfach weiter, würde ich sagen. Ja, also die sind älter. Und kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir zum nächsten Thema. Alter, ja, das nächste Thema ist dein Kacke. Thema, Jonas. Ja, ich hoffe, unsere Gäste sind hinten? Überhaupt noch da. Da war jetzt allein, so eine, eine schockierte Schweige. Es lag bestimmt dadurch, dass sie mit ihren Android-Devices mit uns ihr ich glaube, unsere Gäste sind nicht mehr da. Kann das sein? Also ich höre unsere Gäste jedenfalls nicht mehr. Von daher würde ich sagen, wir müssen da vielleicht mal jetzt ganz kurz einen Trainer einbauen und sprechen zum Beispiel über das Feedback. Hat sich also Sascha höre ich auf jeden Fall nicht und Daniel auch nicht. Ja, ich glaube. Aber wir müssen das weiter aufnehmen. Genau, wir müssen einfach weiterlaufen lassen. Und oder meine Aussage war jetzt so krass. Ja, ich glaube auch, die Aussage war einfach, das hat die umgehauen. Aber ich glaube, die benutzen auch einen Mac zur Aufnahme, kann das sein? Ich meine, ich hätte das auf dem Bild gesehen. Ja. Kann sein, dass er abgestürzt ist. Jetzt hört ihr uns wieder, oder? Ach, ja, jetzt sind wir wieder da. Ja, scheinbar wurde hier gerade das Hochschulnetzwerk disconnected oder neu gestartet. Also ich tippe ja auf einen Hackerangriff, weil hier in Pforzheim sind alle Arten von Kriminalität sehr verbreitet. Das ist wahrscheinlich ein Yosemite-Problem. Das kann natürlich auch sein, ja. Das passiert schnell, macht euch da keine Sorgen. Das ist ganz normal. Aber wir haben schon weitergeredet. Das könnte einfach direkt reinschneiden, würde ich denken. Ja, aber ihr nehmt lieber euren Part, weil wir haben auch ein bisschen gelästert und so. Nee, wir nicht. Ja, aber wie fahren wir jetzt weiter fort? Wir waren beim nächsten Thema. Genau, wir kommen jetzt zum nächsten Thema. Und das nächste Thema ist The Walking Dead, beziehungsweise der Hashtag TWD bei RTL2. Und The Walking Dead ist in den letzten Wochen dreimal insgesamt in den Top 10 gewesen. Also einmal unter The Walking Dead, dann nochmal unter The Walking Dead und dann eben unter dem erwähnten Hashtag TWD bei RTL2. Und das liegt eben daran, dass in den USA die Staffel 5 von The Walking Dead gestartet hat und in Deutschland auf RTL2 im Moment der große Walking Dead Marathon läuft. Das heißt, seit, ich glaube, weiß ich nicht, anderthalb Wochen oder so, zeigen die jeweils drei Episoden am Abend, fangen um 23.15 Uhr an und sind damit schon relativ weit gekommen. Also sie sind jetzt bei Staffel 3 und das findet so richtig viele Fans. Also Walking Dead, immer wenn das bei RTL 2 ausgestrahlt wird, kommt es in die Trends. Und ich wollte mal eben nachhören, bin ich eigentlich der einzige Walking Dead-Fan hier oder gibt es noch andere? Also ich kann sagen, dass ich das nicht gucke. Ich habe mal versucht, es zu schauen, aber irgendwie kam ich nicht so rein. Das tut mir leid. Und bei den Pforzheimer, aber ihr müsstet das ja eigentlich aus dem Alltag kennen, ne? Dass irgendwelche Leute halbtot auf der Straße rumlaufen. Ja, genau das ist, glaube ich, auch das Problem, wieso die Serie bei uns nicht so funktioniert und uns nicht so anfixt. Das ist einfach Big Brother für euch. Wir haben eigentlich jeden Tag viel härter das Survival-Kämpfen und so weiter am Start. Nee, also Walking Dead habe ich nur Gutes von gehört, von Freunden. Und die haben auch gemeint, dass ich das mir unbedingt anschauen sollte. Aber ich bin dann wohl eher bei anderen Serien hängen geblieben und Walking Dead hat mich dann irgendwie auch nicht begeistert. Was vielleicht auch ein Problem war, war einfach, dass The Walking Dead nicht bei Amazon Prime Instant Video verfügbar war. Im Gegensatz zum Beispiel Breaking Bad, wo ich dann halt direkt losgelegt habe und das dann am Stück auch konsumiert habe. Ja, also ich bin leider ganz, ganz unerfahren oder ich weiß nichts über das Thema, aber du kannst mir dann vielleicht später sagen oder jetzt gleich, wieso ich diese Serie doch anschauen sollte. Ja, also ich werd jetzt keine große Werbung für die Serie machen, das ist, glaube ich, gar nicht nötig. Was ich versuchen werde, ist auch für die Leute, die jetzt in Deutschland eben noch nicht alles gesehen haben, möglichst Spoiler zu vermeiden, weil das ist natürlich das, was bei Twitter eigentlich immer am gefährlichsten ist. Deshalb ist es auch gut, dass ich jetzt als derjenige, der die Serie quasi immer up-to-date guckt, derjenige war, der sich des Themas angenommen hat, weil man ja sonst doch immer auf Twitter sehr schnell erfährt, dass XY stirbt oder sonst was passiert. Und bei The Walking Dead ist es ein bisschen wie bei Game of Thrones. Es sterben eigentlich dauernd Leute und da muss man dann auch tatsächlich aufpassen. Ich habe ein paar Tweets rausgesucht zu dem Thema. Es gibt, die Serie hat definitiv einen praktischen Nutzen, wie ihr euch auch schon angesprochen habt. Den hat zum Beispiel der Michael C. @Schattenwolf _ am Ende natürlich erwähnt.
Der hat geschrieben, alles, was ich über die Zombie-Bekämpfung gelernt habe, habe ich durch The Walking Dead gelernt. Und ja, ich denke, das ist einfach auch eine praktische Fähigkeit. Ne? Das ist dann auch was man nachher auf dem Lebenslauf zum Beispiel erwähnen kann. Ich weiß nicht, ob es bei euch fehlt, das wahrscheinlich einfach auch ein Stück weit, ne? Nein, überhaupt nicht. Als ich mit The Walking Dead angefangen habe, da war ich in so einer Zombie-Phase. Da habe ich alles, was irgendwie mit Zombies zu tun hatte, in mich aufgesogen. Und das hat extrem viel Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich mir ein Buch gekauft und das heißt irgendwie, wie man eine Zombie-Apokalypse überlebt oder so. Und ich kann es sehr empfehlen. Ich werde den Link gleich noch, oder den Namen des Buchs noch raussuchen. Denn da wird alles haarklein erklärt, welche Waffen man nutzen soll, welche Nahrungsmittel am längsten halten und natürlich, ob ein Gefängnis wie in The Walking Dead wirklich ein passender Ort ist, wo man sich bei einer Zombie-Apokalypse niederlassen sollte. Das ist ja geil. Fast ein Spoiler. Das ist ja richtig. Ja, das mit dem Gefängnis, das ist nicht so schlimm. Das kann man ruhig erwähnen. Das war rein hypothetisch. Ja, also, okay, dass jetzt ein Gefängnis übrigens, oder eine Spielwarenfabrik war oder weiß ich nicht, iPhone-Herstellerbetrieb, ne, das ist ja alles ganz nah aneinander. Es ist aber ja, übrigens, tatsächlich so. Ja. Darf ich kurz, übrigens stammt auch das Bild auf Saschas auf Saschas Führerschein aus seiner Zombie-Phase. Könnte man tatsächlich denken. Also bist du da, das Bild schickst du uns dann für unseren Blog? Das muss ich mir noch überlegen, aber da kann man wahrscheinlich was machen. Ja. Okay, super, finde ich gut. Aber apropos, welche Orte sind geeignet? Es gibt tatsächlich Firmen, die haben den Trend natürlich aufgegriffen und haben um The Walking Dead rum auch ein kleines bisschen versucht, sich ins Gespräch zu bringen. Und zum Beispiel eine dieser Firmen ist die amerikanische Makler-Website Trulia. Und die hat eine Karte erstellt mit den Orten, die bei einer Zombie-Apokalypse ganz besonders gefährlich wären. Ich weiß gar nicht mehr genau, welcher da an allererster Stelle stand. Ich glaube, Pforzheim. Ich meine auch, es wäre Pforzheim gewesen, weil da ist es quasi unmöglich zu erkennen, ob die Leute jetzt schon Zombies sind oder noch nicht. Und das macht es einfach unglaublich gefährlich. Ich meine, das wäre so die Begründung gewesen. Ich gucke gerade nochmal auf die Website. Platz 1 hat gemacht, also New York ist auf jeden Fall Nummer 2 geworden. Und ach ja, genau, Honolulu. Die Insel, weil man da so wenig Möglichkeiten hat, wegzulaufen, ist natürlich Platz 1 gewesen. Und die haben das wirklich gut gemacht. Also die haben da mehrere Kriterien als Maßstab angelegt, zum Beispiel, ob es gute Fußgängerwege gibt, auf denen man leicht fliehen kann und ob es eine hohe Dichte an Baumärkten gibt, wo man im Zweifel Waffen sich besorgen kann, um gegen die Zombies vorzugehen. Also es war schon sehr, sehr gut gemacht. Aber war das denn jetzt weltweit? Oder nee, das war nur für die USA. So. Das war nur für die USA. Ah, schade. Schade. Ja. Also das kann man also noch ausbauen. Das kann man definitiv ausbauen. Also wer da Lust drauf hat, kann das ausbauen. So, jetzt noch ein paar Tweets zu der Sendung. Und zwar einen von Spatz Benzer. Einfach, weil ich den Namen so geil fand. Das ist gut. mit dem Twitter-Namen @Feldtomate. Und der hat geschrieben, The Walking Dead, die Serie, in der Kinder schneller wachsen als Haare und Bärte. Und in eine ganz ähnliche Richtung ging auch der Tweet von Oma, @OmaElfriede. Die hat geschrieben, Hashtag TVD bei RTL2, Zombie-Apokalypse, nichts ist mehr da, Wasser und Seife sind Mangelware, aber die Frauen haben glatte Beine und gezupfte Brauen. Ich muss zugeben, Das ist der Stress, das ist einfach der Stress. Fallen die alle aus. Also oder ich finde die Serie wirklich geil, aber es ist tatsächlich so, klar, es ist nicht immer hundertprozentig realistisch. Es gibt auch zum Beispiel anscheinend gar keine Zombies, habe ich jetzt gelesen. So. In der Serie? Ja, also in der Serie schon, sicher. Aber so im realen Leben halt nicht. Okay, ja gut. Ja. Ja, schade. Ja. Bist du durch mit dem Thema oder hat noch jemand? Ich habe noch einen letzten Tweet, der kommt von Kelsey AAG, @Kelsey mit 3 Y und unterstrich 16. Und die hat geschrieben, my history teacher refuses to let us out of class early, but we are talking about The Walking Dead instead.
Also wie gesagt, das Ganze hat auch einen bildungstechnischen Hintergrund. Man kann da ein bisschen was lernen. Von daher, ich empfehle es einfach jedem, sich The Walking Dead mal anzugucken. Ja, das ist ein schönes Thema und wie gesagt, RTL 2 kommt demnächst auch die 5. Staffel, glaube ich, ne? Kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube tatsächlich, die kommt auf Sky und das ist quasi die perfekte Überleitung zu meinem nächsten Thema. Ja, bevor wir zum nächsten Thema gehen, möchte ich natürlich noch erwähnen, dass wir im Internet vertreten sind. Also unser Podcast namens No Hashtag ist im Internet zum Beispiel auf Facebook oder auf Twitter oder auf YouTube. Wenn man im Internet danach sucht, No Hashtag, dann findet man uns auch. Das ist richtig. Den Digitalliebe-Podcast natürlich auch. Wo wenn findet ich das man mal den so denn? Einhaken darf. Also uns findet man entweder unter werbeliebe.de oder einfach, ja, besser sogar auf Facebook, facebook.com/werbeliebe. Und dort findet man alles über unsere Studenteninitiative und eben auch diesen Teil Podcast. Wir haben dafür jetzt keine eigene Website. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Es lohnt sich im Prinzip aus zwei Gründen. Ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe, habt ihr uns auch eingeladen, ne? Ja, genau. Und zwar, nachdem wir jetzt die Episode, oder wenn die Episode hier heute irgendwann mal im Kasten ist, dürft ihr auch gerne mal unsere Art von Podcast beglücken und mal bei uns vorbeischauen. Wir machen das heute ja so wie eine typische No-Hashtag-Folge, haben uns mal in euer System gezwängt und machen es uns hier bequem. Und genau die gleiche Möglichkeit werdet ihr dann in den kommenden Wochen auch haben. Und dann quatschen wir mal in bester Digitalliebe-Manier nach einem über ein Thema, das dann auch hoffentlich die Zeit schnell wie im Fluge vergehen lässt und einen interessanten Podcast dann am Ende entstehen lässt. Ja, also allen, die Digitalliebe noch nicht gehört haben, würde ich definitiv ans Herz legen. Ist sehr interessant, gerade für Leute, die auch im Medienbereich tätig sind. Da merkt man auch, wo das Fachwissen über Apple herkommt. Sehr geiler Podcast. Hat mir richtig Spaß gemacht, da reinzuhören. Und jetzt ich mache jetzt einfach mein nächstes Thema. Ne, Daniel, wir machen das jetzt einfach hier nach Plan und danach steigen wir dann mit dem Thema, was hier gar nicht im Ablaufplan ist, steigen wir ein. Machen wir das so? Ja, machen wir so. Machen wir so? Finde ich geil. Ich finde das super. Finde ich auch geil, ja. Finde ich das saugut. Perfekt. Sind wir auf einer Linie und das nächste Thema ist, es sind direkt vier Hashtags und zwar Hashtag ASRFCB, was selbstverständlich für jeden Eingeweihten zu entziffern ist als AS Rom versus FCB, FC Bayern. Hashtag SkyGo, Hashtag SkyCL und Hashtag GalBVB, also Galatasaray Istanbul versus BVB. Und es geht im Prinzip natürlich, selbst Sport nicht affine Menschen werden es sich vermutlich schon gedacht haben, um die Champions League, bei der zwei deutsche Vereine mitgespielt und relativ hoch gewonnen haben. Zum Beispiel AS Rom gegen Bayern, das war ein ziemlich unglaubliches 7:1. Und bei Galatasaray Istanbul versus BVB war es immerhin 4:0. Ich muss sagen, ich habe die Spiele nicht gesehen, aber wir haben heute tatsächlich einen Experten da. Es gibt jemanden in der Sendung, der die Spiele gesehen hat, richtig? Oh, Breaking News, Twitter ist kaputt. Breaking News? Twitter ist kaputt? Twitter ist kaputt. Ich glaube, wir hören den Experten wieder nicht. Kann das sein? Müssen wir jetzt mal kurz überprüfen. Breaking kaputt? News, der Experte hat sich verabschiedet. www.isttwitterkaputt.de. Ja, es gibt tatsächlich solche Seiten. Ist Twitter down right now.com zum Beispiel. Kommen wir wieder zurück, wir schweifen ab. Okay. Also wir waren bei Fußball angelangt, das ist ja eigentlich immer ein schönes Thema, gerade auch in so einer Runde. Vier Männer. Die reden gerne über Fußball und jeder hat da vielleicht auch seine Sympathien, die dann irgendwie einfließen. Das Erste, über das du gesprochen hast, das war ja dieser grandiose Auswärtssieg der Bayern, 1:7 in Rom, mit anschließender Papstaudienz, die dann am nächsten Tag stattgefunden ist. Und die Bayern haben dem Papst tatsächlich 1 Million Euro gespendet oder eventuell bezahlt dafür, dass sie bei ihm mal sein durften und haben ihm ein Trikot geschenkt sogar auch noch, auf dem dann der Name Franziskus eben drauf stand und die Nummer 1. Die Nummer 1, ja. Der Papst ist ja wohl die Nummer 1. Wenn nicht der Papst, er ist der Hüter der Welt. Ja, oder Nummer 2. Ich würde ja sagen Nummer 2 eigentlich so als Vertreter Gottes, aber okay. Ja, das ist ein guter Punkt. Da müsste ich gerne auch, würde ich auch gerne mal mit dem Franziskus nochmal drüber reden, aber leider habe ich gerade keine 1 Million in der Podcast, um zu spenden.
Es ist ja, geht ja um die irdische Eins. Ach, um die irdische Eins. Ah ja, okay, ja, dann ist es natürlich gerechtfertigt. Aber du hast eins der beiden Spiele gesehen, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? Ich habe sogar einhalb der beiden Spiele gesehen. Spiel, also das Lustige war das Bayern-Spiel. Das stand ja ungefähr nach 35 Minuten schon 5 zu 0 für die Bayern. Und ich bin etwas verspätet nach Hause gekommen, weil ich noch an der Hochschule was zu tun hatte, was zu erledigen hatte. Und habe mir gedacht, ja gut, Champions League, das bleibt ja immer bis zur letzten Minute spannend. Da kann man auch dann immer noch später einschalten. Und habe mir nicht viel gedacht. War dann wohl die 35. Minute, als ich eingeschaltet habe. Und es stand einfach schon 5 zu 0 für den FC Bayern. Und ich habe mir gedacht, what the fuck, was ist denn los hier? Aber die Bayern haben die Roma einfach mal sowas von zerlegt. Für alle, die vielleicht so eine Dreiviertelstunde Zeit haben, die Highlights lohnen sich auch. Also das war wirklich eine löchrige Abwehr, wie ein Schweizer Käse haben die AS Rom Leute da versucht zu verteidigen. Ein echtes Spektakel, aber ich glaube, es wurde auch schon so gut wie alles dazu gesagt, was man dazu sagen kann. Die Bayern waren auch lange danach noch in Twitter aktiv. Zum Beispiel auch heute, also am 23. War immer noch der Hashtag Mia San Mia über dem Hashtag vom BVB mit echte Liebe, was eigentlich nicht hätte sein müssen, wenn man überlegt, dass der BVB ja eigentlich erst gestern gespielt hat. Ja. Und das wäre dann auch die Überleitung zum zweiten Hashtag, nämlich GAL-BVB, also Galatasaray gegen BVB. Und da hat der deutsche Vertreter Borussia Dortmund den nachgerückten, also eigentlich wäre Fenerbahce Istanbul in der Champions League dabei gewesen, aber wegen einer Verbannung aus dem europäischen Fußball musste Galatasaray nachrücken und die haben halt auch mal ordentlich auf den Sack bekommen, haben auch schlecht verteidigt, muss man sagen, und den Dortmundern so ein bisschen geholfen, aus der Krise wieder rauszukommen. In der Bundesliga lief das ja überhaupt nicht gut momentan. 8 Spieltage gespielt, erst 7 Punkte, bei Dortmund war Krise angesagt und haben sich so ein bisschen den Frust weggeballert. Was aber eigentlich erfolgreich. Wie bitte? Offensichtlich erfolgreich mit 4 zu 0. Ja, was aber eigentlich noch viel interessanter ist als der Punkt, dass Dortmund und Bayern so hoch gewonnen haben, ist, dass tatsächlich was Historisches passiert ist. Nämlich hat ja auch Schalke gewonnen und Leverkusen. Das heißt, alle 4 deutschen Teams, die in der Champions League diesmal vertreten sind, haben tatsächlich gewonnen. Und das gab es davor erst ein einziges Mal, nämlich letztes Jahr am zweiten Spieltag der UEFA Champions League. Und das spricht einfach für den deutschen Fußball und heißt, dass wir auf einem guten Weg sind, weil ich glaube, wir sind auch Weltmeister, oder? Ich meine schon. Wir sind, ich glaube, genau, Hashtag hat darüber berichtet. Und dann haben das auch die klassischen Medien aufgegriffen. Wir sind Weltmeister, das ist schon richtig. Aber und ich habe auch gehört, also ich bin ja... Also wirklich regelmäßige Hörer wissen einfach, dass Daniel, also der Daniel von NoHashtag und der Jonas von NoHashtag nicht jetzt so die ultimativen Fußballfans sind, ne? Aber es ist ja nun mal oft in den Trends vertreten. Was ich aber trotzdem mitbekommen habe, dass tatsächlich 40 Tore gefallen sind an diesem Champions-League-Spieltag, oder? Und das war, glaube ich, das zweithöchste Torergebnis überhaupt bei einem Champions-League-Spieltag. Und dann habe ich dazu auch einen interessanten Artikel heute erst gelesen. Der war, glaube ich, bei der Welt. Und da wurde dann darüber gesprochen, ja, ist denn das überhaupt noch Champions League? Was ist denn das, wenn hier irgendwie 2 Teams gegeneinander spielen und das soll die Creme de la Creme sein, aber das eine Team gewinnt 7 zu 0 gegen das andere und das nächste gewinnt dann 7 zu 1. Da war so ein bisschen die Diskussion entfacht, ob es Sinn macht, die Champions League so weiterzuführen, wie sie ist. Aber für den Zuschauer ist das ja eigentlich ein riesengroßes Spektakel und das will man ja auch sehen. Genau. Also ich will man jetzt noch eine dritte europäische Liga einführen oder sowas? Ich greife jetzt mal eben hier ein, damit wir wieder auf die Tweets kommen. Das ist ja eigentlich unser Thema auch hier beim Podcast. Und lese ein paar Tweets vor, insbesondere den von Timmy Gmbrt, @TMMYKMPRT, der hat geschrieben, Rom wurde zwar nicht an einem Tag erbaut, dafür aber in nur 25 Minuten abgerissen. Hashtag ASRFCB. Und ein zweiter Tweet, der kommt von Güven Güvenc, ach du Scheiße, von GVN, @GVNGVNC. Der hat geschrieben, so viele Tore gab es noch nie an einem Spieltag. Genau wie der Daniel gesagt hat, danke, Hashtag SkyGo, dass ich nur 2 sehen konnte. Vielen, vielen Dank.
Das war nämlich eigentlich so das Thema, was das Ganze auf Twitter nochmal zusätzlich interessant gemacht hat. Sky Go, der Dienst von Sky, wo man das Spiel eigentlich hätte sehen sollen, der hatte nämlich einen Aussetzer und ganz viele Leute konnten das Spiel tatsächlich nicht sehen, was natürlich gerade bei so Ergebnissen wirklich ärgerlich ist. Wie ist es dir da gegangen? Hast du alles sehen können, dadurch, dass du zu spät gekommen bist? Ich habe das tatsächlich noch klassisch am Fernseher angeguckt. Ach so, ich dachte, du bist von der Digitalliebe hier. Ja, aber es war digitales Fernsehen. Ach so, okay. Es war, kein Analog, war immer noch HD und so, also und das, um mich zu schützen. Nee, aber tatsächlich hat ein Kumpel von mir, der Sky Go genutzt hat, mich dann auch gefragt, ey, was denn los, geht das noch bei dir? Bei dem ist es tatsächlich abgebrochen und das ist halt echt, Sky geht es ja eh nicht so unbedingt gut, die schreiben ja irgendwie am laufenden Band nur rote Zahlen. Und jetzt noch so ein bisschen der Service, der richtig beliebt ist, dass der auch noch Probleme hat und dann noch zu so einem Punkt, wo oder zu so einem Zeitpunkt, wo es so abgeht, das ist natürlich nicht das Beste, was denen passieren konnte und auch ein bisschen schade. Ja, das glaube ich gerne. Wenn man sich drauf hat, sollte man es lassen, oder? Das ist schon hart, oder? Also ich meine, das ist jetzt einmal passiert. Nee, ich habe auch irgendwo gelesen, ist ja nicht so, dass der Dienst jetzt neu ist, ne? Und ist ja auch nicht so, dass, glaube ich, der Fußball ja fast eine der Haupteinnahmequellen ist von Sky. So, da sollte man doch ein bisschen mal Know-how reinstecken, dass das auch mal läuft. Das ist total Dilettantismus, komplett. Also es gab definitiv auf Twitter Leute, die gesagt haben, ihr müsst bessere Systemadministratoren einstellen, ihr müsst mehr für eure Performance tun. Es gab aber auch, ich sag mal, konstruktive Vorschläge, zum Beispiel von Marcel Wehner, @MarcelWehner. Der hat geschrieben, liebes @SkyDeutschland, bekommen wir für jedes verpasste Tor auf SkyGo jetzt eine Gutschrift für einen Monat? Das wäre natürlich auch eine gute Möglichkeit, insbesondere bei so vielen Toren würde sich das für die Leute echt lohnen, oder? Ja, bei dem Spiel oder bei den Spielen auf jeden Fall. Aber die haben sich ja auch nur ganz, also ich kenne jetzt keine Stellungnahme offiziell, ich kenne nur die Tweets von Sky. Irgendwie, ja, wir hatten technische Probleme, Entschuldigung. So, das war's. Das war alles. Ja, irgendwie so in der Art, ne? Und das denke ich auch. Also es ist sehr, sehr schwach. Wie gesagt, der Dienst ist nicht neu, Sky ist nicht neu. Und Fußball ist eigentlich das Wichtigste, was die. Ist auch nicht neu. Fußball ist definitiv auch nicht neu. Fußball ist nicht neu. Ja. Aber das geht mal gar nicht. Ja, aber gut. Das Positive heben wir jetzt einfach für den Schluss hervor. Und zwar, die deutschen Vereine haben 4-mal gewonnen. Das ist ja wirklich schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich bin froh, weil ich das gerade erst erfahren habe. Vielen Dank für den Hinweis darauf. Ich hatte wie immer keine Ahnung. Und einen Tweet habe ich noch von Harald Schmidt rausgesucht. Der hat geschrieben, Harald Schmidt und übrigens unter dem Nutzernamen BonitoTV. Ist nicht der echte Harald Schmidt, danke. Es ist nicht der echte Harald Schmidt, genau. Der also hat geschrieben, Chuck Norris kann sich das komplette Spiel mit SkyGo ansehen, #ASR, #FCB. Also ich weiß nicht, ob Chuck Norris es tatsächlich geguckt hat, aber er hätte es definitiv machen können. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es der richtige Harald Schmidt ist. Ich glaube, BonitoTV ist dessen Produktionsgesellschaft. Das ist richtig. Irgendwas war da nicht ganz in Ordnung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht war es auch. Hauptsache, wir haben unseren Spaß. Ne? Genau, Hauptsache, wir haben unseren Spaß. Und damit schließe ich jetzt das Thema mit den 4 Hashtags, die ich jetzt nicht nochmal vorlese, schließe ich ab und gebe weiter an den nächsten Vortragenden. Das bin wohl ich. Eigentlich nicht. Wo sind unsere Co-Gäste? Hier. Ihr seid immer noch da. In Pforzheim. Wir haben gerade ein paar Schlägereien hinter uns. konnten nicht unbedingt am Ball bleiben, aber wir haben also am Ball bleiben wegen Fußball. Sehr geschickt. Nein, wir sind immer noch da natürlich. Ihr seid noch da. Ich bin nicht dran. Ich meine nicht. Ich meine, wir haben gesagt, wir schieben jetzt quasi dazwischen. Okay, dann machen wir das. Was? Bitte. Ihr habt das Wort. Ihr habt das Wort. Hier eben. Jetzt geben wir dir mal die Chance und du reagierst gar nicht. Das schrecklich ist das. Ja, tut mir leid. Ich habe das Ganze gerade ein bisschen. Falsch interpretiert. Ich dachte, ihr gebt euch mal wieder das Wort gegenüber und spielt diesen bekannten Doppelpass, den No-Hashtag-Doppelpass. aber scheinbar war ich da im falschen Bilde informiert. Aber das, was ich gerne noch reden würde, ist
EMA-Terrier. Genau, danke, dass Sascha für mich das übernommen hat, weil ich wusste nicht mehr, wie man das aussprechen soll. Es ist nämlich was ziemlich Interessantes passiert. Also die EMAs, die sagen euch doch allen was, oder? Die haben definitiv Awards. Schon mal eine Sendung. Genau, MTV Europe Music Awards. Und die finden auch dieses Jahr statt, um genau zu sein, am 9.11.2014, diesmal in Glasgow. Und wenn ihr euch mal auf der Website durchklickt, dann seht ihr unter Rubriken wie zum Beispiel Bester Video auch irgendwo. Ja, da einen ziemlich guten Typo in ihrer Website. Gibt es dann eben auch diesen Award für den Best European Act. Und der beste European Act, der wird ausgewählt eben von den europäischen Staaten. Und Deutschland ist natürlich auch vertreten und schickt erstmal so ein paar Best German Acts ins Rennen, die dann gewählt werden von der Community. Und der mit den meisten Stimmen wird dann eben auftreten. Wir hatten dazu Auswahl zum Beispiel Materia, Sido, Max Herrick, Crow und Milky Chance. Milky Chance waren die mit Stolen Dance, waren die im Radio die ganze Zeit. Und das sind übrigens das ist die erste deutsche Band, die es geschafft hat, bei Jimmy Kimmel auftreten zu dürfen. Also die werden bald bei Jimmy Kimmel in der Show, großer amerikanischer Showmaster, auftreten als erste deutsche Band. Genau. Das ist beeindruckend. Ich habe hier tatsächlich jemanden erzählt, dass die aus Deutschland kommen und es hat mir keiner geglaubt. Und die Leute waren so überzeugt davon, dass das gar nicht sein kann, dass ich dann unsicher geworden bin und gesagt habe, ja, vielleicht kommst du doch aus den USA. Ja, und man hört das ja auch nicht, ne? Also nicht wie zum Beispiel bei Kraftwerk, wenn die mal Alben auf Englisch aufgenommen haben, da haben die das immer direkt mit Absicht, mit original deutschen Akzent gemacht. Aber Milky Chance, klasse Band auf jeden Fall und haben sich auch verdient, jetzt bei Jimmy Kimmel aufzutreten. Aber um die soll es jetzt eigentlich gar nicht so genau gehen. Es geht ja viel eher darum, dass Materia im Zuge der Marketingkampagne von der European Music Award heute eine Stunde lang ab 16 Uhr bis circa 17 Uhr den Zugriff über den offiziellen MTV Twitter-Account hatte. Das heißt, die Leute konnten den MTV Germany Twitter-Account etwas fragen und es wurde dann geantwortet von Materia höchstpersönlich und er hat dann da auch ein bisschen Schabernack mitgetrieben. Natürlich wurde ihm die ein oder andere Frage gestellt. Ich habe da auch mal ein paar vorbereitet. Lest da mal vielleicht gerade einfach mal die ein oder andere Frage vor. Zum Beispiel wurde er gefragt von Yannick Löwenkind 5.0 @100Werder, was denn eigentlich der Lieblingssong von Materia selbst ist, also sein eigener Lieblingssong, das heißt Musik, die er selber aufgenommen hat. Und er hat gemeint, das wäre Amys Weinhaus. Kennt ihr den Song? Geht nicht. Nicht. ich glaube, ich habe ihn schon mal gehört, aber jetzt ist nicht so hängen geblieben. Das war auf Zum Glück in die Zukunft 1, auf seinem ersten Sampler davon. Hat eigentlich gar nicht so ein lustiges Thema, geht auch irgendwie um Leute, die dann denen es nicht so gut geht und die deshalb dann eben zu Amy ins Weinhaus kommen sollen, weil da geht es dann jedem gut. Finde ich aber interessant, dass Materia selbst von sich sagt, dass das ein Song ist. Das ist jetzt auch hier so ein bisschen Fanservice für die Hardcore-Materia-Fans unter euren Zuhörern. Ich glaube, da sind so ungefähr 40.000 Materia-Fans immer dabei. Ja, das ist so der Durchschnitt in der Zielgruppe. Ja, und die schreiben euch ja immer, macht doch mal was mit Materia. Und dann sagt ihr immer, nee, wir haben keine Zeit, habe ich gehört. Materia würde gerne, aber die Fans hatten ja die Möglichkeit, Kontakt mit ihm aufzunehmen, nämlich eben heute über den Twitter-Account. Da wurde zum Beispiel noch eine Frage an ihn gestellt von André Stürk, @AndréStürk. Und zwar eine Frage wäre, wie ist es, so geile Songs rauszuknallen? Wie fühlt man sich danach? Wunsch ist, Account verifizieren. Keine Ahnung, wieso er das danach noch geschrieben hat, aber es geht ihm darum, wieso. Wunsch ist, Account verifizieren. Das ist super. Und die Antwort von Materia war, die bescheidene Antwort von Materia, also wirklich ein Mensch, der anscheinend nicht viel von sich selbst hält, wie der ungekrönte König des gesamten Universums. Der sollte sich mal mit dem Regisseur von Titanic treffen. James Cameron, meinst du? Ja, genau, der ist auch der König der Welt. Das war doch Leonardo DiCaprio, oder? Und die, wie heißt die? War das Kate Winslet? Kate Winslet. Aber ich meine, bei der Oscar-Verleihung. Spielt auch keine Rolle. Es ist wieder mal Nerdwissen. Ah, okay, Entschuldigung, dass ich das... Ja, aber es ist ja das Zitat ja nur, ey Jonas, komm. Das ist ja nur das Zitat aus dem Film, hat er ja genommen. Genau so ist es gelaufen. Okay, Ian Materia, so weiter.
So, ihr wollt noch mehr wissen, ihr wollt noch mehr über Materia erfahren. Und dieser Hashtag, warte mal, ich habe jetzt eine Frage. Und dieser Hashtag, und also er hat halt praktisch sich einen kleinen Scherz erlaubt und dann diesen Hashtag so extrem gepusht im Vergleich zu den anderen auch Nominierten. Die haben das halt nicht so krass genutzt. Ja, also nur Materia war lustigerweise vorhanden. Das Interessante ist aber, dass es gab noch so eine Wildcard, wo noch eine extra Band auch zu den European Music Awards hätte dazugestoßen können. Und die wurden dann tatsächlich über Twitter gewählt. Dann hätte man dann eben den Hashtag Vote for Revolverheld oder so eingeben müssen. Und die mit den meisten Hashtags oder die meisten Tweets bekommen haben, sind letztendlich nochmal eine Wildcard bekommen und durften gegen die anderen, die ich vorhin vorgelesen habe, antreten. Und Revolverheld hat es tatsächlich letztendlich geschafft, nicht nur über die Wildcard zu bekommen, sondern jetzt auch als deutscher Vertreter für die European Music Awards nach Glasgow zu fliegen. Also Revolverheld, ne? Ja, das genau. Oder ganz, 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 ganz schreckliche Lieder machen die. Was? Nein, ich finde die gut, ich mag die gerne. Also, vor allem das aktuelle Lied geht gar nicht. Das ist schlimm. Dieses eine Lied mit wir sind die Dingens, wir sind die Idioten oder wie auch immer. Den fand ich gut. Was? Wir sind die Idioten? Das war doch ihr, oder? Okay, ja, kann auch sein, dass ich wieder nur auf uns Bezug nehme. Nein, wir sind die. Ach, ich komme gerade nicht drauf. Wie soll wir wie sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City. Nein, das war auch eine andere Band. Das war auch eine andere Band, definitiv. Ich reiche das nach. Und dann erwähne ich das. Ja, massive Töne. Ja, auf jeden Fall, was ich jetzt die ganze Zeit sagen wollte, die haben das alle nicht so gut auf Twitter gemacht wie eben Materia selber, der eben heute die Stunde bei dem Account hatte. Und die Fans haben ihn dann auch noch weitere Sachen gefragt, zum Beispiel, in welchem Alter hast du angefangen, richtig Musik zu machen, hat die Materia-Fanseite 2 @MateriaFS gefragt. Und Materia hat gesagt, ja, mit 16. Das heißt, wir haben noch 2 Jahre, oder? Dann starten wir auch durch. Dann machen wir auch mal richtig gute Musik, guten Hip-Hop. Ja, Materia hat ja schon eine krasse Karriere hinter sich. Ne? Er ist Fußballer bei Rostock, dann hat er ja auch gemodelt, hat er ja auch viel in Amerika und dann irgendwann kam er dann zur Musik. Ja, und dabei ist er nicht der größte oder begnadeste Rapper, aber er hat einfach so eine markante Stimme, die einfach gut ins Ohr geht. Also ich mag ihn auch selber. Nee, und Materia kann ich mich mehr anfreunden als mit Revolverheld. Ich habe nachgeguckt, es heißt, wir sind die Gewinner. Es heißt nicht, wir sind die Idioten, es heißt, wir sind die Gewinner. So. Ich war ganz nah dran. Es ist quasi das Gegenteil, aber das macht mir jetzt gar nichts. Ich hatte 2 kann Wörter ja richtig passieren. Von 3. Ja, ja. Aber auch ein bisschen gemein dann die Frage von Vanessa, die @LazarVanessa hat geschrieben, freust du dich auf die EMAs? Und dabei ist der Materia ja gar nicht dabei. Schade denn, oder eigentlich gut für die Veranstalter, weil Materia hat nämlich gesagt, ja, da gibt es nämlich Freibier. Also das Freibier muss ja nicht alles an Materia ausgeschenkt werden. Die Jungs von Revolverheld, die trinken ja nicht so viel, weil die sind die Gewinner, die brauchen das nicht. Genau, das sind die Gewinner, die gehen da ja quasi schon als Gewinner hin. Ne? Also ich mag diesen Trend zum Revolverheld-Bashing hier in meinem Podcast, ja, in meinem Podcast, das finde ich irgendwie unangebracht. Ich weiß nicht, ob wir nochmal Leute einladen, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Ja, mach doch nächste Episode mit Revolverheld. Ja, ich mache die nächste Episode ganz alleine, ja, ich mache die ohne irgendjemanden, ja, Daniel ist auch raus, ich mache das nur noch mit Revolverheld. Wusstet ihr, dass Revolverheld sich eigentlich Tsunami-Killer oder nee, wie wollten die sich nennen? Irgendwas mit Tsunami in ihrem Namen hatten und dann kam eben dieser Riesen-Tsunami und dieses Problem, dass sie dann einfach den Namen umgeändert haben. Das heißt, sie wollten gar nicht Revolverheld heißen jetzt aber so. Ich finde Revolverheld irgendwie besser würde auch als Tsunami-Killer. Wir wollten uns also ja auch zu Anfang Tsunami-Killer nennen und sind dann bei einem Hashtag gelandet. Sowas passiert einfach. Ja, Namensfindung ist schon schwer, aber Revolverheld war jetzt auch, glaube ich, keine glückliche Wahl. Naja. Aber soll ich dir mal jetzt beweisen, wieso Materia es viel mehr verdient hätte, nach Glasgow geschickt zu werden, als Revolverheld? Du kannst das gerne versuchen. Ja, du kannst das sehr gerne versuchen. Okay, weil Materia hat das einfach mal ausgenutzt. Ihr kennt das ja, wenn vor euch ein offener Facebook-Account liegt, dann benutzt ihr den und postet einfach mal Penis oder andere infantile, unerwachsene Witze. Jetzt habe ich versucht, das Trendwort zu benutzen, ist mir nicht eingefallen. und Materia hat Festnetz, das gleich mit dem, du wolltest Festnetz sagen. Genau, das war's. Materia hat genau das gleiche mit dem offiziellen MTV Germany Account gemacht. Er hat nämlich Folgendes getweetet: Yo, @KanyeWest, really happy for you. I'm let you finish, but @Materia had the best video of all time. Ah, sehr gut. Jetzt musst du dich natürlich ein bisschen damit auskennen, ne? Aber ist schon geil.
Ja, dann löst doch mal auf, für alle, die es nicht wussten. Ich glaube, der hat bei einer Preisverleihung, ich glaube, das waren auch VMAs. Das waren die EMAs. Das genau. Waren auch dann die EMAs. Ich glaube, Taylor Swift hat er so unterbrochen. Das war das zweite Mal. Das erste Mal war tatsächlich so, dass Kanye West, der hatte sein, also er selber hatte auch irgendwie mal in seiner Ausbildung was mit Film machen zu tun und war dann unglaublich überzeugt von seinem Movie, von seinem Film zu seinem Music-Clip zu Touch the Sky. Er hatte Video zum Beispiel Pamela Anderson und das hat er auch gesagt, dass er so ein unglaubliches Budget hatte und Pamela Anderson in seinem Video und das, den Award für bestes Video oder bester Video hat dann einfach mal Justice mit Dance gewonnen. Genau. Und das konnte der gute Herr West nicht so auf sich sitzen lassen, ist einfach auf die Bühne gestürmt, hat die während ihrer Dankesrede unterbrochen und hat einfach mal gesagt, wieso sein Video eigentlich viel mehr verdient hätte und viel geiler ist. Und darauf hat jetzt das war definitiv anders, weil der fand Beyoncés Video, es gab diese eine Situation mit Justice, dann fand er das scheiße, dann hat er einmal gebasht, das war dann, glaube ich, wirklich diese Taylor Swift Sache, wo er dann gesagt hat, nee, Beyoncé hat eigentlich das geilste Video of all time. Here, I'll let you finish, but Beyoncé had the greatest video of all time. Also es gab schon, glaube ich, so drei Aktionen von Kanye West, die man, glaube ich, sehr gerne vermischt. Aber das mit Justice war das ist auch wahr, das ist auch ganz wahr. Sicher bei den EMAs und das war, glaube ich, auch nee, das auch kann passieren. Ja gar nicht, kann ja gar nicht sein, wenn da, oder? Weil ist ja Video Music Awards und wenn das für bestes Video ja Preisverleihungen waren. Bei den EMAs gibt es auch die Kategorie bestes Video. Das müssen wir nochmal nachgucken und nächstes Mal am besten nachstellen. Ja, genau. Ja, wir werden es nachschauen, wir werden es nachreichen und wir werden wie Taylor immer... Taylor Swift, Kanye West, VMA Awards 2009. Mit Taylor Swift war das. VMAs. Hey, ich habe die Ahnung, wirklich, echt. Du hast die Ahnung. Okay, apropos, du hast die Ahnung. wollen wir zum nächsten Thema oder habt ihr noch geile Geschichten zu den von Materia bei EMA? Das war eigentlich so der Höhepunkt, mit dem wollte ich abschließen, aber leider wurde meine Ausführung ja etwas wirklich als wir sind die Idioten dargestellt, wir sind die Gewinner dargestellt. Ich wollte es nur korrigieren. Aber ich glaube immer noch, dass meins stimmt, verdammt. Guck ruhig nach. Und ihr könnt, also das ist so viel zu Materia, mehr wollte ich dazu gar nicht sagen. Also vom dramatischen Aufbau können wir definitiv bei NoHashtag noch was ändern. Ich glaube, das könnte besser laufen. Aber dann kommen wir jetzt tatsächlich zum nächsten Thema, ne? Daniel, das ist deins. Richtig, das ist jetzt meins und wie kann es anders sein? In einer sehr guten Folge von NoHashtag muss es natürlich eine super geile, mega geile Top 5 geben. Und diesmal zu dem Hashtag Seufzfilme. Und es ist ein bisschen schwieriger, ne, im Gegensatz zu Lokführerfilme, wo wir vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen einen kleinen Rückblick wagen werden. Aber Seufzfilme, ich kann euch auch nicht wirklich genau sagen, wo dieser Hashtag herkommt. Also warum seufzt? Ich weiß nicht, ob das irgendwie aktuell war, ob das irgendwie in den Nachrichten war. Aber ist uns jetzt auch egal, denn es gibt, wie gesagt, diese Top 5 und ich werde die euch jetzt mal präsentieren. Fangen wir mit dem Platz Nummer 5 an von Daniel @ Rantanplan 1980. Ein Seufzer flog durchs Kuckucksnest. Ja. Okay. Ich weiß, wir müssen langsam anfangen. Dann der Platz Nummer 4 geht an Edgar Allan Poe @ der alte Poet. Warte, der Film kommt auch noch. Max, der Seufzpilot. Oh Gott. Okay. Dafür muss man aber schon was älter sein. Ich weiß, aber wir wollen ja auch hier die älteren Zuhörer ein bisschen bedienen. Platz Nummer 3 geht an Zwiebelzwist @ Mettsalat. Bounty, unser Name. Seufzerei auf der Bounty. Ja, den finde ich gut. Schon ganz okay, ja. Platz Nummer 2 geht an Kürbiskuchen @ Quark der Strudel. Was tust du für einen Namen raus? Du schaust da nicht nach dem Tweet, sondern nach dem Namen. Seufz away, verschlafen. Und der grandiose Platz Nummer 1, unangefochten, von Steven @ Snewcomzen. Ich habe keine Ahnung. Das Seufzen-Dilemma. Ah, das ist schon ziemlich gut, muss man sagen. Ja, also
es gab immer bessere, wie gesagt, Lokführerfilme fand ich ein Stück besser, aber dennoch, ich finde, diese Seufzfilme haben einen Platz in unserem Neu-Hashtag-Archiv verdient. Definitiv. Aber zu euren Lokführerfilmen, da haben wir auch noch eine Ergänzung, denn nachdem wir euren letzten Cast gehört haben, da mussten wir uns daran erinnern, dass erstmal Daniel selbst ein paar Lokführerfilme verfasst, aber auch noch ein Freund von uns. Und die würden wir einfach gerne noch vielleicht hinzufügen. Und zwar unser absoluter Favorit. Der sollte am Ende kommen. Ja, stimmt. Wobei, wir sind da auch gespaltener Meinung. Okay, wir haben zwei Favoriten, aber die kommen beide am Ende. Aber okay. Nicht gleichzeitig, keine Sorge. Also mein Favorit ist ganz klar, extrem leise und ziemlich weit weg. Ja, das braucht ein bisschen, aber ich fand es einfach, als ich es gelesen habe, unglaublich gut. Und Daniel, möchtest du deinen selbst vorlesen oder soll ich es machen? Achso, jetzt kommen wir gleich doch zu den Favoriten, dann hauen wir die doch vorne. Ja, komm. Ja, gut. Also ich finde auch von Dennis Gleis, von unserem Kollegen. Ja, Grüße. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und er hat einfach Lost in Train Station formuliert. Den finde ich halt schon ziemlich genial. Da gab es noch andere lustige Sachen, zum Beispiel Todeszug nach Yuma. Heute voraussichtlich 150 Minuten später. Was haben wir denn noch? Der Tag, an dem der Zug stillstand. Oh, ja. Das finde ich am besten. Okay. Ja. Ich denke, dabei kann man es aber auch belassen. Da ist noch ziemlich viel Mist dabei entstanden. Aber ja. Das ist auch kalter Kaffee. Schnee von gestern. Aber nur noch mal kurz an dieser Stelle, dass ihr uns auch inspiriert habt, selber kreativ zu werden und unser menschliches Rechensystem namens Gehirn einzuschalten und einfach mal lustig zu sein. Ja, ja, sehr also gerne. Aufgabe sehr gerne. Ist erfüllt. Sehr cool, ich freue mich. Damit kommen wir im Prinzip auch schon zu den Shortcuts, ist es richtig? Wir kommen zu den Shortcuts. Diesmal sind es sehr überschaubare Shortcuts. Ich glaube, wir haben nur einen oder zwei. Ich glaube, einer sollte noch rein, aber genau diese... egal, ich fange jetzt mal mit meinem an. Hashtag Emogate. Ein Hashtag, der eigentlich für sich schon alles sagt, also der steht für sich. Emogate. Ich habe weder... Den Sinn verstanden, ich habe weder den Anfang gefunden, ich habe wirklich daraus nichts gelernt, aber es gab ihn und ich lese einfach mal drei Tweets vor, die einfach zu dem Thema gepostet wurden. The Chemo-Menschen oder The Chemo-Menschen at Dr. Freakout, wer gegen Jack Wolfs gegen Jacken ist, der liebt mich nicht. Hashtag Immogate. Ich lasse das mal so stehen. Was? Wer gegen Jack Wolfskin Jacken ist, der liebt mich nicht. Okay. Der nächste Tweet. Ja. Muss man sinken lassen, definitiv. Gabswelt. Ich mach mal beim nächsten weiter. Der ist vielleicht für die Fußballfans interessant. Ich bin Werder-Fan. Also jetzt verstehe ich, glaube ich, um was es bei Emogate geht. Ich glaube auch, es ist so also wenn man gerade emotional in ein Loch fällt, ist das richtig? Mhm. Ja, also das wäre, wenn wir jetzt posten würden, wir nehmen gerade mit No Hashtag einen Podcast auf. Hashtag Emogate. Emogate. Ich hau jetzt noch kurz den letzten raus von Frau Langstrumpf at Frau Strumpflang. Oh Mann, ey. Die machen mich immer fertig. Und es ist ein bisschen lyrisch. Vielen Dank dafür. Einsam irre ich umher. Das Herz ist schwer. Du bist nicht hier. Geliebtes Bier. Twittern wie at namenlos4 zum Hashtag Emogate. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss für die Shortcuts. Oder ich weiß gar nicht, gab es noch, wir hatten noch irgendwie ein Thema ITG? ITG 14, genau. Machen wir dazu noch? Würde ich ganz kurz noch was sagen. Ja. Letztendlich ja nicht so viel Erwähnenswertes, außer dass Angela Merkel dort gesprochen hat und die digitale Kompetenz der Regierung wieder bewiesen hat. Denn
in ihre Rede, die man sich unbedingt mal anhören sollte, oder zumindest diesen kurzen Abschnitt, zählte sie die großen drei F-Worte aus, mit denen irgendwie das Internet oder der digitale Wandel in Deutschland angekurbelt werden soll. Und dann fiel ihr jedoch das dritte F nicht ein. Was das denn noch gewesen sein soll. Die ersten zwei waren Frequenzen, Forschung oder Förderung, glaube ich. Und das dritte, ja, was war das nun? Letztendlich hat sich herausgestellt Festnetz, aber natürlich war Twitter dann voll mit anderen möglichen Fs. Darf ich jetzt vielleicht noch sagen, dass dieser Podcast jetzt noch viel mehr Sinn macht, wenn man das nicht gewusst hat, wenn man ihn nochmal hört? Weil wir haben ganz klugerweise einen kleinen Insider-Gag währenddessen vorhin irgendwo mal eingestreut. Ja. Da haben wir nämlich genau das Gleiche gesagt. Ja. Und wer den zuerst findet und an uns oder an die Jungs von NoHashtag, also digitalliebe@werbeliebe.de oder an die NoHashtag-E-Mail-Adresse, die könnt ihr nochmal kurz durchgeben. www.nohashtag.net. Nee, das ist nicht die E-Mail-Adresse. Das ist die E-Mail-Adresse. www.hashtag. Genau. Wie meinen die mit dem F? fff.nohashtag.ff. Ja, genau. Schickt einfach eine E-Mail ans Internet. Genau. Und wenn die dann bei uns ankommt, dann also werden wir euch in einem Tweet. Wir brauchen die Minute, wo wir den Witz erwähnen. Genau. Was? Und dann gibt's einen Tweet, oder was machen wir dann mit den Leuten? Hm? Da gibt es einen ganz, ganz grandiosen Preis. Das finde ich auch. Das ist eine Ansage, ja, und ja, das sollte auf man jeden so Fall stehen lassen, glaube ich. Also, Leute, nicht zögern. Also das ist dann irgendwie mit der Kooperation, also diese Rede ist dann mit der Kooperation hier von dem neuen Produkt dann von Telekom entstanden, hier Magenta F oder was? Gott. Ja, irgendwas. Das ist ja dann das. Ist ja die Frau Merkel hat ja auch noch einen Witz gemacht, weil der Telekom-Verantwortliche ja auch noch irgendwie im Publikum saß und hat sie ihn so fragend angeschaut und er hatte auch nicht gewusst, was sie sagen sollte. Und dann hat sie halt auch gemeint, ja, dass er es selber auch nicht mehr weiß. Und hatte dann, also das Publikum war anscheinend sehr dankbar, weil die haben da dann laut Hals drüber gelacht. Ja, das Internet ist aber auch so schnelllebig, ne? Da kommt man einfach nicht hinterher. Das ist alles Neuland, so ist das halt. Alles Neuland, ja. Aber ich muss auch sagen, Entschuldigung. Das andere, weil Twitter jetzt nicht so unbedingt negativ überrascht waren von Angela Merkel, sondern Laura Basemann at Waterloo_Iva, sie meinte, ich finde es übrigens nicht, dass sich Angela Merkel beim ITG14 blamiert hat, wie es in vielen Medien heißt. War das sympathisch? Und das ist auch wirklich so eine Meinung, die doch relativ viele im Netz so vertreten. Ja, an sich hat sie es relativ sympathisch dann rübergebracht, das stimmt schon. Allerdings, ja, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, spiegelt es einfach auch die digitale Kompetenz wieder. Und das ist dann eher traurig. Naja, mal ein Redeaussetzer, da würde ich auch sagen, das ist ein Sympathiebonus, das kann man schon mal machen. Aber das weiß ich nicht. Es führt vielleicht für den Shortcut schon fast zu weit jetzt. Ja, wir schweifen ab. Wir sind wirklich zu weit. Genau, damit kommen wir jetzt zu den Themen, die es nicht in die Sendung geschafft haben. Genau, davor kommen noch die Live-Shortcuts. Wir werfen einen ganz kurzen Blick auf Twitter. Und wenn ich mal einfach so die Trends da mir anschaue, ich fange einfach mal oben an. Hashtag Fun4Jan. Ja, Neo Magazin ist heute wieder gestartet. Krass, das ist direkt auf Platz 1. Also Neo Magazin, ja, wo sonst? Lief jetzt gerade, aber nicht, wir spoilern nicht, ich muss das noch gucken gleich. Deswegen, wir wissen auf jeden Fall, Neo Magazin läuft jetzt wieder, jeden Donnerstag, ganz, ganz viele Folgen, demnächst auch im ZDF. Und der Hashtag für die aktuelle Folge hieß anscheinend Fun4Jan, mit einer 4 geschrieben, dieses Vor. Mhm. The Walking Dead ist auch mal wieder in den Trends, sehe ich gerade. Ich glaube, auf Platz 10 ist das, jedenfalls ganz unten. Ist jetzt auch die richtige Zeit. Ne? Schön, dass du ganz unten anfängst. Ich fange oben an. Ja, ich dachte, wenn du ganz will oben noch einer anfängst, was in der Mitte dann nehmen. Ich mal, wir arbeiten uns dann quasi aufeinander zu. Das wäre doch eine Idee. Ich habe Hashtag BMG APO. Ich glaube, das ist wahrscheinlich Borussia München-Gladbach gegen APO Limassol. Ich glaube, es ist Nicosia. Aber ich kann noch mal kurz... Eine griechische Mannschaft. Eine griechische Mannschaft wahrscheinlich. Eine griechische Mannschaft. Ja, direkt darunter kommt dann der Hashtag Lucke. Und der bezieht sich anscheinend darauf, dass der von mir
sehr geschätzte Herr Lucke von der AfD. Herr Glucke meinst du? Ja, ich hoffe, man hört den Sarkasmus raus. Ich kann es gerade nicht besser rüberbringen. Anscheinend bei Maybrit Illner, kann das sein? Maybrit Illner im Studio ist. Und Bröselbub, Ed Bröselbub, hat dazu geschrieben, mit dem Moderator, der Moderatorin, der, die den Locke endlich mal aus dem Studio wirft, würde ich gerne mal ein Bier trinken gehen. Und das hat bisher 5 Favoriten bekommen. Ich füge da einen 6. hinzu, so wie sich das gehört. Bam! Bam. So in your face, das. Mr. Glucke. Übrigens, das war Apollon, hieß der Gegner von Gladbach, und die haben 5:0 gewonnen. Nur damit wir unsere journalistische Professionalität weiterhin aufhören. 5:0? Also jetzt sind wir schon in der Europa League auch schon so weit, oder was? Ja, Germany. Germany. Schland. Germany. So, apropos, ja, apropos Germany Wants OTRA Tour. Das ist ein anderer Hashtag, Live-Hashtag. OTRA steht für irgendein One Direction-Kram. Nächster Hashtag ist The Voice of Germany, TVOG. Genau, läuft ja eigentlich auch jetzt gerade. Ist wahrscheinlich schon sogar vorbei. Wir haben jetzt hier mittlerweile 23.40 Uhr. The Voice of Germany ist eine Castingshow, muss man auch nicht weiter glaube ich, ausführen. Werner, genau, dann haben wir danach Schulz. Werner Schulz. Weißt du, Werner was das Schulz. Ist? Ich weiß nicht, was Werner Schulz ist, muss ich ehrlich der sagen. Der ist auch bei Maybrit. Scheinbar sitzt er auch bei Maybrit, genau. Ah. Ja, Maybrit Illner. Okay. Naja. Schwester, ein Klassiker unter den Hashtags, unter den Trends. Danach direkt Weihnachten. Also die beiden, also ohne die geht auch eh gar nichts. Ja. Fertig. Damit sind wir auch durch. Ich hatte eine Frage. Ist der Hashtag DGNDS nicht trending? WGNDS. Nein, DGNDS. DGNDS. Okay. Scheinbar nicht. Das verwundert mich gerade. Heute findet eine Party statt. Das ist die größte Nacht der Studenten. Das hat eine befreundete Initiative von uns ins Leben gerufen. Und diesen Hashtag hat sie mit der Party unmittelbar verbunden. Und ich habe jetzt mal den Hashtag gesucht. Und werde mal ganz kurz sämtliche Tweets vorlesen, die unter diesem Hashtag getwittert wurden. Ich kann ja, alles klar, mach mal bitte. Okay, Moment, ich lese nochmal. Vielleicht haben es. Ich lese nochmal ab jetzt vor, okay? Ja. Okay. So, das war's. Es gab keine Tweets zu diesem Hashtag. Das ist natürlich ein bisschen doof gelaufen. Aber gut, also wir machen vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht lief das ja auch eher bei Facebook. Da fangen die Leute jetzt ja eher an, auch Twitter Hashtags zu nutzen. Das ist aber bei euch jetzt im Haus, oder was? Nicht ganz. Die Initiative sitzt auch mit im Haus und die haben hier ein bisschen vorgeglüht, aber die man hört Party auch, selbst findet woanders statt. Im Hintergrund sind definitiv Partygeräusche zu hören bei euch. Also das ist such nochmal nach dem Crosswalk. Party! Du musst, glaube ich, nochmal nach dem Hashtag suchen. In Karlsruhe war das auch und da hat der Hashtag auch nicht funktioniert. Ja, super. Da sieht man mal, wie Twitter in Deutschland funktioniert, wenn man das nicht richtig macht. Naja. Aber wir haben jetzt was gepostet unter dem Hashtag. Sehr geil, sehr geil. Okay. Ja. Apropos Hashtags, die es nicht schaffen. Ich komme jetzt zu den Hashtags, die es nicht in die Sendung geschafft haben. Und da ist der erste von Dreams Come True. Was ist das eigentlich für ein Hashtag? Was steckt dahinter? Oh komm, irgendein Musikkram, bitte, echt. Irgendwas mit One Direction oder komm. Nee, reicht, echt. Dann zum nächsten, das ist, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, unser Fußballexperte. Nee, ich muss korrigieren. Sami Slimani. Slimani. Okay, das YouTube war's. Also. Okay, nicht nur One Direction, sondern YouTube. Und der nächste ist Kal Hanoglu. Weißt du, wie man das richtig ausspricht? Çalhanoğlu. Çalhanoğlu. Okay, da wäre ich nie drauf gekommen. Türkischer Abstammung, schätze ich mal. Genau, der kommt sogar hier aus der Nähe. Hat in Karlsruhe in der Jugend gespielt. Ein paar Schulkameraden von mir haben tatsächlich auch gegen den mal selber gespielt.
Dann ist er direkt von der dritten Liga in die erste zum HSV gewechselt und da ein ziemlicher Senkrechtstarter gewesen. Und momentan spielt er Champions League mit Bayer Leverkusen. Ah, okay. Das erklärt dann auch, warum der in den Trend war. Dann der nächste Trend, den hatten wir ganz kurz in der letzten Sendung schon mal drin. Das war Ich bin so alt. Den hatten wir bei den Live-Shortcuts erwähnt. Da gab es allerdings nicht mehr so viele richtig geile Wortmeldungen. Von daher haben wir das rausgelassen. Und zum Abschluss dann noch den Hashtag Lufthansa. Da bezieht es sich natürlich auf den Pilotenstreik. Da gab es jetzt nicht so super viel Neues. Von daher haben wir das auch nicht mehr mit reingenommen. Das war mein Senf zu unserer Sendung. Sehr cool. Also normalerweise würden wir jetzt weitermachen mit Feedback. Hat jemand Feedback irgendwie aufgeschnappt? Ich habe kein Feedback. Wir haben ein bisschen vorgegriffen vielleicht. Das Feedback kam ja so ein bisschen mit unseren Zugfilmen. Mhm. Das stimmt. Und ansonsten gab es sehr positives Feedback bei mir selber, als ich euren letzten Podcast gehört habe, weil da habt ihr uns ja erwähnt und dann war ich total hibbelig und konnte gar nicht warten, dass es endlich der heutige Tag wird, damit wir diesen wunderbaren Podcast aufnehmen, den wir jetzt gerade noch aufnehmen. Das klingt gut. Ja. Das nehme ich als Feedback an. Das war's? Das war's. Ich kann euch noch ein bisschen weiter loben. Nee, das ist okay. Ja, das hören wir natürlich sehr gerne. Wir machen mal weiter mit den neuen Followern auf Twitter. Wir begrüßen Sugar for All in unserem elitären Kreis. Herzlich Hallo. Willkommen, Sugar for All. Bei wie vielen Followern sind wir jetzt eigentlich? 87. 87? Das weißt du aus dem Kopf. Tut mir leid. Zählt nochmal nach kurz. Also da sind halt auch diese ganzen Follower, also sind ein paar Bots dabei. Eigentlich sollte ist immer noch hier der Sex-Granny-Sex dabei? Oma-Sex-Kontakte und Kaviar-Sex-Forum. Oma-Sex-Kontakte und Kaviar-Sex-Forum. Die geben uns nie Feedback, die haben uns noch nie was geschickt. Da wäre ich da so gespannt drauf. Die sind gar nicht aktiv hier. Vielleicht sprechen wir die einfach nicht genügend an in unserer Sendung normalerweise. Das wäre absolut möglich. Wir haben neuen Follower. Wir haben neuen Follower bekommen. Wie, jetzt gerade? Ich begrüße dich, Bad Dan. @ Dani Yayo. Ja, herzlich willkommen, Bad Dance. Cool, wer mag das wohl sein? Das bist doch du, da Daniel. Da muss jemand diesen Podcast live hören. Geht das? Du musst live anwesend sein. Ja, schön. Aber schön, dass du uns auch jetzt erst folgst. Das spricht natürlich auch für dich. Was? Wen meinst du denn? Ich meine den Daniel 2. Ah, achso, ja. Das ist mein zweiter Twitter-Account. Mit dem ersten folge ich euch schon seit 34 Folgen. Kaviar-Sex-Forum. Genau, seid da. Und jetzt mein neuer Account, weil der alte, der war mir ein bisschen zu, hatte ich zu viele Follower. Deshalb bin ich jetzt auf den neuen umgestiegen, weil ich wollte auch ein bisschen Privatsphäre in Twitter. Ja, klar. Das ist gut. Ja, das geht ja den meisten so. Das ist ja eher auch so ein privates Medium. Genau, lass mal immer für sich. schön. Also, ja, schließen wir die Folge mal ab mit ein paar Sätzen, mit ein paar warmen Worten. Es ist ein bisschen chaotisch geworden vor der Sendung, vor der Sendung, während der Sendung und auch danach wahrscheinlich ein bisschen. Alle, die jetzt noch geschafft haben, die jetzt noch meine Stimme hören, danke, dass ihr echt so lange ausgehalten habt. Das ist beeindruckend. Beeindruckend. Und natürlich Respekt. Dank an unsere Gäste. Das möchte ich an der Stelle auch noch anmerken. Fand ich sehr geil, dass ihr da auch immer wieder ja nachgehört habt, ob es die Möglichkeit gibt, das mal zusammen zu machen. Und ich freue mich richtig, dass das jetzt geklappt hat, trotz relativ großer geografischer Entfernung. Ja, und wir freuen uns natürlich auch, dass wir da sein durften. Wir hatten sehr viel Spaß. Es war tatsächlich etwas chaotischer als eure anderen Sendungen. Aber uns wird es natürlich auch freuen, wenn wir vielleicht euch mal bei uns begrüßen dürfen. Ja, klar. Eigentlich, also ja, also das ist gar kein vielleicht, das ist so. Ihr kommt müsst. Auf jeden Fall, genau. Ja. Und vielleicht hört dann auch wieder jemand zu, der jetzt gerade noch zuhört, weil der ist dann definitiv schmerzerprobt. Ja, und das. Also wer das so überlebt hat, der überlebt auch Pforzheim. Das ist das ist schon echt krass. Da muss man leidensfähig sein. Das ist ein schönes abschließendes Statement eigentlich. Wer das überlebt hat, überlebt auch Pforzheim, kann gerne mal in unsere Hood kommen. Vielleicht nehmen wir dann auch mit den Personen dann einen Podcast auf. Wir sind offen.
Aber demnächst erstmal der Podcast mit euch, da freuen wir uns auch schon riesig drauf. Und danke für die Einladung, danke, dass es alles geklappt hat, hat super viel Spaß gemacht. Mehr kann ich eigentlich auch gar nicht mehr sagen und wünsche euch noch einen schönen Abend, liebe Zuhörer, weil es kann nicht mehr Tag sein, egal wann ihr angefangen habt, dieser Podcast geht so lange, dass es Abend definitiv ist. Ja, außer wenn sie zum Einschlafen gehört haben. Ja, dann guten Morgen. Genau, guten Morgen. Wir hören jetzt auf. Ja, es läuft immer noch. Es hat niemand auf Repeat gestellt oder so. Es ist einfach durchgelaufen. Okay, liebe Leute, ich verabschiede mich. Mein Name ist Jonas und ich bin raus. Ciao. Mein Name ist Daniel Renkel und ich verabschiede mich auch. Es war wunderschön und jetzt ab ins Heierbettchen. Bis dann. Tschüss. Hallo? Okay, tschüss. Okay, Aufnahme stoppen.